Bergerfeld statt Belleg und damit hallo und Glück auf vom Trainingsgelände des FC Schalke 04. Ja, wer es bis jetzt noch nicht mitbekommen hat, das Trainingslager des FC Schalke 04 im türkischen Belleg wurde kurzfristig abgesagt. Die Corona-Pandemie hat wieder auf Schalke zugeschlagen. Das Risiko war einfach zu groß. Man hat die Notbremse gezogen. Außerdem gab es 2 positive Fälle in der Mannschaft. Zwischen den Weihnachtsfeiertagen wurden Simon Terodde und Ko Itakura positiv auf das Virus getestet.